Hier wieder beim Quali und ja, ich wollte euch mal ganz, ganz kurz mal was zeigen, was ich gerade gekriegt habe, gerade aufgebaut. Das ist mal geil hier, oder? Ich habe mir hier von Frontline Gaming aus den USA so eine Matte gekauft als Spieltisch, weil ich jetzt hier in der neuen Bude halt genug Platz habe, um auch in meiner Man Cave hier so einen Spieltisch aufzubauen. Und dann dachte ich mir, okay, dein alter Tisch hat ausgedient, kaufst du dir mal so eine coole Matte. Die ist nicht ganz billig, kostet glaube ich irgendwie $75 oder so. Aber das Ding ist echt geil. Guckt euch das an. Ein besseres, cooles Spielfeld kriegt man gar nicht. Und hier, das Ding ist so ein Mauspad-Material. Ja. Ziemlich cool. Ziemlich smooth. Und ich kann da mal probieren, wie man hier irgendwie drauf würfeln kann. So. Mal ein bisschen würfeln. Es fühlt sich schon ziemlich cool an, wenn man hier so rüber geht. Würfel rollen echt extrem gut hier auf dem Ding. Das Gelände hier ist, oder habe ich, kennt ihr ja schon, das ist schon was länger her. Fügt sich auch ganz gut ein auf die Matte, finde ich. Und auch hier, wenn man so ein paar Minis jetzt hier, sehr smooth, hinterlässt keine Spuren auf dem Ding. Ist echt, echt richtig, richtig gut. Und ich habe schon gedacht, so okay, dann schicken die halt die Matte mit. Dann kannst du die halt jetzt einrollen. Irgendwo wirst du schon Platz finden, wo du die verstauen kannst. Wird vielleicht ein bisschen kompliziert, die mal irgendwo hin mitzunehmen oder so. Aber selbst daran haben die gedacht. Hier, guckt euch mal das an. Da kam das Ding drin. Die haben sogar eine Tasche mitgeschickt. Hier. FatMap und dann sogar hier mit so einem Schildchen. Voll cool. Mit Tasche kriegt ihr das Ding also. Also ich finde, die $75 sind ziemlich gut angelegt für das Ding. Ich habe da Wetter eine Menge Spaß mit haben, glaube ich. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich noch ein paar Leute rekrutieren kann, die das Ding hier mal einweihen, wenn sie mit mir zusammen spielen. Mal ein richtig fettes Match hier machen. Ja, ich freue mich auf das Ding hier. Ich freue mich, dass ich das gekauft habe. Richtig, richtig gut. Und super Empfehlung, das auch für euch zu kaufen. Die gibt es in verschiedenen Mustern. Ich habe jetzt hier so ein ziemlich neutrales Ding gekauft. Hier so eine Swamp Map nennt sich die. Und die gibt es auch noch mit so Straßenzügen drauf und so. Aber ich fand für das Gelände, was ich habe, hier mit so ein paar Ruinen und so ein bisschen Wäldchen und so, war es am besten, wenn ich hier so eine relativ neutrale Map als Untergrund nehme. Nicht Straßenzüge oder so. Richtig gut, hier durch die Texturen könnt ihr richtig gut erkennen, sind so ein paar Brücken. Wie gesagt, Kaufempfehlung, vielleicht gefällt es euch ja. Jetzt am Wochenende übrigens, falls ihr 40k-Berichte erwartet, ich habe schon mal einen aufgenommen, da war der Ton leider ziemlich schlecht. Deswegen kann ich den leider nicht hochladen, weil da hättet ihr nichts verstanden. Aber jetzt am Wochenende versuche ich mal meine Grey Knights wieder auszuführen. Da drüben stehen sie schon. Die haben übrigens auch Verstärkung bekommen. Hier drüben noch ein taktischer Trupp. Und hier ein paar Cybots und so. Und ich habe auch noch einen dritten Knight. Und bin fleißig am Malen. Und ja. Freut euch auf den Battle Report. Dann wahrscheinlich nicht auf der Map. Obwohl, vielleicht nehme ich die einfach mal mit, weil es gibt hier in der Nähe, wo ich hier wohne, einen Gaming Club. Und dann kann ich das direkt mal ausprobieren, wie das ist, wenn man die woanders mitnimmt. Vielleicht seht ihr also demnächst einen Report auf der Map hier. Und ja, wie gesagt, Kaufempfehlung frontlinegaming.org, glaube ich, oder .com. Ich weiß es gerade nicht genau. Steht auch nicht hier drauf. Aber wenn ihr Frontline Gaming googelt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin. $75, super Investition, ne? Kauft's euch. Ich krieg nichts dafür, dass ich euch das hier sage. Ist einfach nur aus Überzeugung, weil das Ding ist echt, echt richtig, richtig gut. Ich freue mir gerade einen Keks. Bis zum nächsten Mal, have fun, euer Koala.
Yeah.